Gut, es geht gut. Wir nehmen jetzt ein Stück von der Grasnarbe vor unserer Wildsträucherhecke weg, weil an die Stelle kommt jetzt eine Mauswieselburg. Das Mauswiesel, das ist das kleinste Raubtier bei uns. Und das Ziel ist, dass das Mauswiesel hier lebt im Garten und die Wühlmäuse frisst. Das ist die Theorie. Ob es jemals einzieht, wissen wir nicht. Aber wir wollen es einfach probieren. Noch dazu ist der Bereich hier entlang der Wildsträucherhecke ohnehin im Moment eher so ein Eck, wo alles wächst, was man jetzt nicht unbedingt im Garten drin haben muss. Also von Fünffingerkraut über Quecke bis hin zum Giersch. Und dann ist die Ecke eigentlich schön, weil sie eingebettet ist. Sie ist sonnig, das mögen diese Mauswiesel angeblich. Ja, und dann schauen wir mal. Und dementsprechend müssen wir jetzt hier mal so 2-3 Quadratmeter Grasnarbe wegmachen. Gell, Tobi? Ja, los geht's. Das Lustige ist, dass im Gemüsegarten der Boden eigentlich härter ist, haben wir jetzt gerade mal wieder festgestellt, als hier draußen. Hier kommt man spatentief problemlos rein. Im Gemüsegarten, wenn man schon dreimal festgesteckt. Also immer wieder erstaunlich, wie groß die Unterschiede sind. Aber das kommt uns heute entgegen, weil wir müssen ein Stückchen runtergraben, weil unter die Mauswieselburg eine Drainageschicht soll, damit Wasser immer gut ablaufen kann und es in der Mauswieselburg am Schluss schön kuschelig und trocken ist, damit die Viecher da gerade im Winter ein schönes warmes Plätzchen haben. Und für uns ist es gut, weil so die erste größere Aktion im Garten ist. Schadet auch nicht. So, nach dem Winter. Alle ab. Als Drainageschicht haben wir da jetzt so Ziegelbruch, der ist getestet und unbelastet. Und den verteilen wir jetzt unten drinnen, damit hier wirklich das Wasser nicht drin stehen kann, auch wenn es mal richtig stark regnet oder auch im Winter. Und danach können wir schon anfangen, die Mauswieselburg aufzubauen, weil die wird dann durchaus 60, 80 cm hoch. Man kann da auch immer wieder neues Material drauflegen. Und dann ist es hier eigentlich in diesem Randbereich wirklich ein schöner Lebensraum, weil hier ja schon eine Benjeshecke im Hintergrund ist und dieser Wildgehölzbereich. Und dann sollten sich die Tierchen in der Theorie wohlfühlen. Tobi, was meinst du? Wie weit muss man? Also immer so 20 cm sollte reichen, weil der Boden drunter, der ist ja durchlässig. Also da dürfte dann kein Wasser stehen bleiben. Deswegen 20 cm würde ich die Schicht hochmachen, das sollte reichen. Ja, haben wir noch ein paar Schubkanten? Ja. Und dann Sand da, oder? Würde ich sagen, ja. Ah, perfekt. Ja. Keil. Dann so, oder? Die zwei dicken, die ganz dicken. Meinst du so dann? Ah ja, so, genau. Passt doch von der Länge, oder? Ja. Du meinst? Passt doch. Gut. Und jetzt? Ich glaube, erst muss Laub rein. Unten rein kommt jetzt trockenes Laub als Nestmaterial, dass die es wirklich unten drin schön kuscheln kann. Und wir haben jetzt gerade ein bisschen diskutiert, wie viele Löcher so ein Mauswiesel braucht. Aber ich glaube, die kommen auch dadurch und dadurch. Ich glaube, die kommen da locker durch. Weil es ist ja auch unsere erste Mauswieselburg. Und von daher haben wir auch keine Ahnung, was die Viecher jetzt genau bevorzugen. Haben uns verschiedene Anleitungen aus dem Internet rausgeholt und bauen es halt jetzt so, wie wir denken, dass sich die Viecher wohlfühlen müssten. Und selbst wenn kein Mauswiesel reingeht, ist es ja trotzdem ein toller Lebensraum für irgendwelche Käfer, Frösche, keine Ahnung. Also Eidechsen. Hilft immer. Eidechsen. Die Nistkammer bekommt jetzt sozusagen erstmal ein Dach, wo wir die kleineren Stämme hier relativ eng legen. Und danach schicht man einfach wild umeinander, um auf Höhe zu kommen. Also das Ganze soll dann so 60 bis 80 insgesamt hoch werden. Und dann kommen auch noch ein paar Steine mit rein, weil das so die Materialien sind, wo die angeblich mögen, die Tierchen. Ja, schauen wir mal, Tobi. Wann wir das erste entdecken können. Oder also die Voraussetzungen sind gut.
noch? Das passt jetzt sofort, das probiere ich. Na, auch nicht. Doch. Jetzt. Ja, gut. Und jetzt einfach? Einfach drauf. Für die Mauswiesel ist es gut, wenn sie möglichst viel unterschiedliche Strukturen haben. Dazu gehören dann auch so Steinhaufen zum Beispiel oder auch Kompost- und Benjeshecke eben. Und es heißt, dass auf einer Fläche, wo sich Mauswiesel wohlfühlen sollen, 5 solcher Lebensräume Burgen sein sollen. Und nachdem man jetzt schlecht 5 so riesen Mauswieselburgen in einen Garten bauen kann, hoffen wir einfach, dass es mit dem, dass wir schon eine Natursteinmauer haben, einen großen Kompost und so weiter, dass es dann reicht, dass die Tierchen sich wohlfühlen. Rings um die Mauswieselburg kommt jetzt noch ein bisschen Holzhäcksel als weitere Isolierung und auch damit der Bereich einfach zum Rest vom Garten dazu passt, zu dem Laufweg, der ja auch mit dem Holzhäcksel bestreut ist. Und wenn wir das jetzt gemacht haben, dann müssen wir nur noch unseren Sanddorn wieder befreien von seiner Verschnürung, damit die Mauswieselburg dann auch von oben geschützt ist. Und dann haben wir es für heute geschafft. Sogar ein bisschen schneller und ein bisschen besser, als wir vorher gedacht hatten, weil wir nicht wussten, wie gut sich die Grasnarbe jetzt wirklich abtragen lässt. Und es ist doch ein Mordsbauwerk geworden. Also von daher nicht verkehrt, jetzt muss nur noch jemand einziehen. Wer kein Video mehr verpassen möchte, der kann unseren Querbeet-YouTube-Kanal natürlich gern abonnieren. Und schaut in der ARD-Mediathek vorbei. Dort gibt es noch viel mehr Videos und auch Sendungen von Querbeet.